Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Dragon Age Inquisition. So. Schön, euch zu sehen. Die Inquisition bringt euch eine Opfergabe, um sich euren Prüfungen zu stellen. Hervorragend. Oh, das wird ein denkwürdiger Kampf. Ich meine, betretet die Arena. Harkons Prüfungen erwarten euch. Ich bin bereit, mich Harkons Prüfung zu stellen. Ausgezeichnet. Wir beginnen, sobald ihr den Kampfplatz betretet. Bin ich alleine? Ne, ich bin mit dem Team da. Die geben auf. Die anderen habe ich aber auflösen lassen und nichts. Oh. Dann ganz schnuggi. Bogenschützen sind nicht gut. Yeah.
fahren alle. Gibt's noch eine Runde? Oh Mann, oh. Ha, welch ein Kampf, dieser Kniff mit dem... Aber wem erzähle ich das? Gut gekämpft, Inquisitor. Ich verabschiede mich. Sichere Reisen. Warum ist da jetzt noch ein Ausrufezeichen? Ich kann da wahrscheinlich jedes Mal wieder hin, oder? Ja. Also ist das wie ein Jost? Ja, nur mit weniger Pferden und deutlich mehr Gejauchze. Nicht schlecht. Yeah!
Puh, diesmal war es etwas knapper. Gibt sogar noch eine Runde. Was zum... Was war das denn jetzt? Können wir auch einfach so wieder rausgehen? Ne, das geht wohl noch ein bisschen so weiter. Wie lange geht denn das hier noch? Das nicht auf. Also so langsam sollte das echt mal aufhören.
packe ich jetzt mal. Wow! Wer soll sich denn noch formieren? Hat das hier kein Ende? Ich muss das weitermachen, weil ich Angst habe, dass es halt... Ja, muss. Ah. Aha. Aber das Ausrufezeichen ist immer noch da. Ah, ne, Moment mal, Schleierfeuer. Interessant. Aber jetzt... Ziegenküssenden, blutsaufenden Hakoniten-Bastarde. Das sieht vielleicht nicht unbedingt. Storwacker ist zurück. Und meine Jäger haben gesehen, was ihr und sie mit den Hakoniten gemacht habt, die sie gefangen hielten. Hakons Fänge haben durch diese Tat ihren Friedenseid gegenüber dem Steinbärenstamm gebrochen. Unsere Klingen gehören euch. Ich nehme an, eure Bären ist wohl auf, nach dem, was auch immer sie ihr antun wollten. Es geht ihr gut. Und was die Frage angeht, was sie mit ihr vorhatten, meine Jäger haben an dem Ort, an dem Storwacker gefangen gehalten wurde, einige Dinge entdeckt. Ich weiß, was sie geplant hatten. Es ist etwas, das euch nicht gefallen wird und das nur wenige Avar-Flachländern gegenüber preisgeben würden. Aber ihr müsst es erfahren. Hakons Fänge hatten das Ziel, ihren Gott in sterblicher Gestalt zu binden und die Flachlande mit Krieg zu überziehen. Sie wollten einen Gott dazu benutzen, uns zu vernichten. Gott
Könnten Sie nicht wenigstens warten, bis ich mit dem einen Gott fertig bin, der uns vernichten will? Ihr tut gut daran, euch zu sorgen. Diese Schlacht ist noch nicht gewonnen. Ihr habt sie vorerst durchkreuzt. Aber sie werden es erneut versuchen. Arkons Fänge haben dasselbe vor etlichen Zeitaltern schon einmal getan. Sie holten ihren Gott ins Leben, um die Flachlande zu vernichten. Aufgrund ihrer Torheit ist Harkon für alle Avar verloren. Jetzt wollen sie ihn befreien und es erneut versuchen. Also was müssen wir jetzt tun, um Harkons Fänge aufzuhalten? Sie bewohnen eine alte Flachländerfestung, die durch eine gewaltige Mauer aus Eis geschützt wird. Durch Magie, die nicht einmal die Harkoniten kennen. Löst diese Magie auf und wir werden ihre Knochen in alle Winde verstreuen, auf dass die Herrin sie niemals finden möge. Wir müssen immer noch diese Mauer aus Eis und die Festung der Harkoniten schmelzen. Habt ihr vielleicht eine Idee? Nein. Sie ist Magie der Flachlande und hat nichts mit uns zu tun. Unsere Geistsprecher sind nutzlos wie Ziegen in einer Schlacht. Die Harkoniten müssen die Magie in der alten Festung gefunden haben. Sprecht mit euren Leuten. Vielleicht wissen sie ja mehr. Lasst uns die Unterhaltung vertagen. Gute Jagd. Der Wind wirkt kälter, als er sein sollte. Vielleicht mit dem Schleierfeuer zur Arena? Hab ich's dir nicht gesagt? Flachländer aus dem Norden. Warum ziehen die sich so an? Obwohl, vielleicht ist das ja gar nicht in der Arena. Ja, das sieht irgendwie logischer aus. Seid willkommen, Inquisitor. Ich fürchte nur, für viel mehr als eine Begrüßung fehlt mir die Zeit. Ich muss diese Seelen für ihre große Reise vorbereiten. Insbesondere jene, die ohne die gebührende Ehrerbietung aufbrechen. Ihr Weg ist nicht selten der schwerste. Gibt es jemanden, dem die angemessenen Riten nicht zuteil werden? Kaldan Enversen ist einer der wenigen, deren Seele zurückkehren könnte. Ein Blutsverwandter bringt dem Jagdmeister eine Opfergabe, die dieser vorbereitet. Zumindest sollte es so sein. Kaldans Sohn Finn hat diese Pflicht nicht erfüllt. Allerdings gäbe es da ja noch euch. Mich? Ihr seid Gast unseres Stammes. Ein Geschenk von euch kann nicht abgelehnt werden. Selbst wenn es eine Opfergabe für Kaldan ist. Ich kann niemandem vorschreiben, welche Art ein Geschenk zu sein hat. Aber wenn euch meine Anregung zusagt, sprecht mit dem Jagdmeister. Kaldans Sohn ist verletzt. Es ist nicht seine Schuld, dass er die Opfergabe nicht darbringen kann. So enttäuschend es auch sein mag, es steht mir nicht zu, die Gesetze der Götter zu missachten, nur weil mir der Sinn danach steht. Ich ehre sie. Mit Worten und Taten, Inquisitor. Ich sollte mich wieder auf den Weg machen. Die Herrin möge euch schützen. So, jetzt könnten wir... Ich krieg langsam Kopfschmerzen. Ja, wo gehen wir jetzt als nächstes hin? Zum Jagdmeister? Oh.
Fremder! Eigentlich brauchen wir weder was kaufen noch verkaufen. Also kaufen brauchen wir auf gar keinen Fall. Ich glaube, mit Sammeln ist es, finden wir sowieso das Beste, was wir kriegen können. Wie man hört, habt ihr Harkons Prüfungen bestanden. Nun, wenn ihr ebenso gut jagt, wie ihr kämpft, passt ihr gut hierher. Ich habe mit der Frau gesprochen, die die Körper für die Bestattung vorbereitet. Sie meinte, ich könnte eine Opfergabe darbringen für Kaldan. Wie kommt sie nur? Ah, als Geschenk. Was für eine durchtriebene Frau. In diesem Fall nehme ich eine Opfergabe an aus der Hand, die sie mir übergibt. Die Opfergabe wird traditionell Korth dargebracht und muss ein Geschöpf sein, das das Götterreich berührt. Ich zeige euch, wo welche gesehen wurden. Es wäre ein beispielloses Geschenk, Flachländer. Trotzdem bedauere ich Kaldans Sohn. Er wird den Namen seines Vaters verlieren. Was soll das heißen? Finn konnte die Riten nicht vollziehen. Sobald die Bestattung vorüber ist, wird er ein Ausgestoßener sein. Was? Entweder er macht das, oder er ist die falsche Art Elf? Wie bitte? Vergesst es. Helft ihm einfach. Er ist vaterlos. Egal, ob er es nun tut oder nicht, Inquisitor. Allerdings könnte ich mir vorstellen, dass es ihm zumindest ein wenig Frieden bringt. Auf bald. Gebt auf euch Acht. Ups. Ja, wir gehen jetzt noch zum... Unsere Gäste sind uns willkommen, solange sie ihre Waffen... Wir gehen jetzt nochmal zu dem Magier da oben. Und dann machen wir erstmal Folgenpäuschen. Guldstotten wird ihr Exil also verlassen, um sich eurer Inquisition anzuschließen. Habt ihr etwas dagegen einzuwenden? Es würde Sigrid gut tun, die Welt außerhalb des Stammes zu sehen, unter dem Schutz der Inquisition. Die Flachländer behandeln Magier anders als die Avar. Ich habe sämtliche Schleierfeuerrunen im Dorf gefunden und gelesen. Worum ging es eurer Meinung nach in der Geschichte? Um eure Götter, die zurückkehren, wenn auch in anderer Gestalt. Es ist eine unserer ältesten Geschichten. Die Skalden lehrten sie uns schon als Kinder. Berge bersten, Wälder brennen, die Götter verändern sich und sterben. Harkons Anhänger wollen ihn so am Leben erhalten, wie er war. Sie werden ihn nicht sterben und wieder zurückkehren lassen, wie er es sollte. Die Blutmagie diente dem Zweck, die Taten von Harkons Fängen vor den anderen Göttern zu verbergen. Habt ihr mich gerade Geistern vorgestellt? Die Götter des Stammes wollten euch unbedingt sehen. Ich gehorchte, denn ich bin ihre Stimme und ihr Augur. Außerdem hätten sie mich monatelang heimgesucht, wenn ich euch ihnen nicht vorgestellt hätte. Als ihr sagtet, ich brenne wie Feuer, was habt ihr damit gemeint? Wie, denkt ihr, sehen euch die Götter des Nichts? Für jene auf der anderen Seite des Schleiers brennt eure Hand wie das nächtliche Feuer einer Wache. Was soll
das heißen, dass jeder Geist im Nichts weiß, wo ich bin. Sehen können euch nur diejenigen in eurer Nähe. Allerdings verbreiten sich Gedanken schnell unter den Göttern. Sie berichten mir seltsame Dinge. Dass ihr die Wasser der Zeit aufgewühlt habt, dort, wo die Klippen rot sind, und wieder zurückgekehrt seid. Ich würde euch gerne etwas fragen. Nur zu. Fragt. Ich sollte mich verabschieden. Dann auf ein andermal. Seid willkommen. Gut, scheinbar haben wir nichts mehr. Und wir sind schon wieder gelevelt. Das ist recht interessant, dass das so schnell jetzt ging. Ist ja noch gar nicht so lange her eigentlich. Na, gucken wir mal. Was ist denn hiermit eigentlich? Ah. Hier haben wir alles. Schlachtenmeister. Ah. Nein, das wollte ich eigentlich überhaupt nicht. Blöd gelaufen. So. Da könnten wir noch einen umwechseln mal. Aber ich benutze die sowieso nicht. Also eigentlich egal. Ach komm, hauen wir es einfach irgendwo rein jetzt und dann fertig. Ja, hast sogar eine passive Fähigkeit, also alles gut. Juti, dann würde ich sagen, ich mache jetzt die Schnellreise. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin.